Und schon wieder zurück bei Pathfinder Kingmaker. Wir haben vor kurzem den eingestürzten Gang entdeckt. Ich würde gerne noch mal ganz kurz hier runtergehen, denn diesen Weg würde ich gerne auch noch erkunden, wenn wir schon mal hier sind. Dass die Karte hier immer so hin und her, wupp, 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 das ärgert mich ein bisschen. Hier würde es dann zu diesem, ja, zu diesem Steinkreis da, was ist denn das eigentlich? Skulpturengarten, das ist es. Das Lindwurmgrab. Ich hatte ja gesagt, auf dem Rückweg können wir da eigentlich mal vorbeischauen, oder? Und du klingst immer noch so, als würdest du in einer Höhle sein. Dankeschön. So, dann können wir nämlich das Lindwurmgrab auch nochmal eben erkunden. Kultur plus 1, ein altes Lager. Die Überreste des Fundamentes eines alten Hauses mit einem großen Weinkeller darin. Hier unten geht es noch runter und hier geht es auch noch lang. Ich denke mal, das ist wirklich nur diese Ecke hier, die noch erkundet werden kann. Quasi dieses Tal. Quelle des kleinen Sellen. Ah, ein seltsames Gebäude, düster und verlassen, liegt neben der Quelle, aus der der kleine Sellen entspringt. Im Gegensatz zu vielen anderen Ruinen in den Hügeln von Levenis scheint dieses Gebäude von Menschen errichtet worden zu sein. Oder zumindest von Wesen in der Größe von Menschen. Arkan und Kultur, eine Sternwarte. Oh, der Zitterhain. Selbst bei warmem Wetter würde ein Reisender, der hier vorbeikommt, eine übernatürliche Kälte verspüren. Zudem herrscht hier ein unheimliches Schweigen. Kein Vogel singt, nicht einmal Insekten sind zu hören. Das muss ich mir ansehen. Ist das schon wieder eine... Oh nein, ist das schon wieder eine Zyklopengrabstätte? Ich will hier auch nicht bekannt werden als der Zyklopengrabschänder. Das, oh Gott, es ist schon wieder eine Zyklopengrabstätte. Hallo? Ist auch kein Wunder, dass hier kein Vogelzwitschern zu hören ist. Das ist eine Grabstätte, verdammt. We do it my way. Was ist jetzt? Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken. Valerie kümmert sich um den hier. Ulrich kümmert sich um den hier. Ihr beiden geht mal bitte in die Mitte. Und du kümmerst dich um den hier. Uralter Seelenverschlinger. Himmel, Herrgott, nochmal. Oh Gott. Okay, pass auf. Du kannst bitte mal. Wir versuchen es mal mit Magie, oder? Okay, sie machen nicht so viel Schaden. Sie stecken aber ordentlich ein, wenn ich das hier richtig sehe. Okay, sie hat keine magischen Geschosse mehr. Das ist ein bisschen doof. Was können wir denn noch machen? Moment mal. Wir können natürlich noch ein bisschen Stärke verleihen. Theoretisch immer eine gute Angelegenheit. Oder ich hau mal so einen Feuerball hier rein. Das müsste eigentlich alle drei treffen. So einen geordneten Feuerball. Halt! Oh nein, sie hat ihn schon ausgeführt. Okay, ich denke, damit werden wir jetzt aber klarkommen, oder? Nimm die mal eben aus der Schusslinie. Aber Seelenverschlinger? Was macht denn ein Seelenverschlinger, bitteschön? Naja, so gut, es ist wahrscheinlich im Namen schon drin. Er wird Seelen verschlingen, aber warum sind die hier unten? Sie haben ein Amulett beschützt. Aber was für eins? Ein Uhrwerk-Anhänger. Gewährt dem Träger einen Bonus von plus 10 auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Alle Verlangsamen- und Hastzauber, die vom Träger ausgesprochen werden, erhalten Zauber ausdehnen. Oh, gar nicht mal so schlecht. Geschwindigkeit ist immer eine gute Sache. Müssen wir mal gucken, wem wir das geben. Weil wir haben ja schon gesehen, also ich habe ja auch darauf, ein bisschen darauf geachtet, dass der Ulrich im Kampf vielleicht ein bisschen schneller ist. Und was wir ja auch schon gesehen haben, ist, Amiri rast immer nach vorne. Sobald der Kampf losgeht, stürmt sie los und man kann sie nicht mehr aufhalten. Das heißt, hier in diesen kleinen Eckchen finden wir immer ein bisschen was Magisches aus vergangenen Zeiten. Deswegen lohnt sich das schon, hier reinzugehen. Selbst wenn wir den Anhänger jetzt niemandem von uns geben würden, wir könnten ihn immer noch ziemlich gut verkaufen für 4000. Das ist schon ordentlich. Da bekommst du einige Baupunkte für. Und wir haben ja daheim auch diesen komischen, dieses Technik-Ding da für 20.000. Das wir theoretisch auch nochmal loswerden können.
Ja, genau das, was ich vermutet habe. Der wird jetzt hier unten lang gehen und dann... Aber mehr wird hier wahrscheinlich auch nicht sein. Arkan plus 5. Wie kommt man denn da hin? Da müssen wir wahrscheinlich einen ganz anderen Weg wählen. Wahrscheinlich... Ja, ja, wir können jetzt rasten. Wahrscheinlich müssen wir dann hier unten irgendwie rein. Boah, in diese Berge reinzugehen, das wird der Horror. Alter, sind die doch so langsam wie nichts. So, haben wir hier unten diese beiden Anhänger quasi. Sieht ein bisschen... Naja, ich will nicht sagen, wonach das aussieht. Das Lindwurmgrab, genau, da wollte man vorbeigehen. Deswegen mache ich das jetzt auch mal. Und dann können wir hier unten theoretisch auch noch diese Ecke hier erkunden, wenn wir dann schon mal da sind. So. Ich weiß, wir müssen Schwestern suchen. Das machen wir auf jeden Fall auch. Und ich werde nicht ruhen, bevor wir nicht alle Informationen dazu haben. Dann müssen wir die überlebende Schwester... Ich vermute jetzt einfach mal, dass die anderen alle tot sind. Wenn die nicht tot wären, hätten die doch schon einen Weg gefunden, oder? Oh Gott. Okay, es ist nicht böse. Es, ich wollte gerade sagen, es ist nicht böse und was mache ich? Aus Versehen draufklicken und es schlagen. Okay, nur weil das Mastodon nicht böse ist, heißt das nicht, dass ich nicht böse bin. Ich wollte doch nur vorbeilaufen. Warum seid ihr denn auch so groß? Warum nehmt ihr denn den ganzen Bildschirm ein, dass man euch nicht umklicken kann? Ja, so viel zur friedlichen Elefantenfamilie, die hier gegrast hat. Das ist jetzt vorbei, aber jede Menge Fleisch. Und Mastodonfell. Oh. Muss dringend mal wieder in die Stadt gehen. Oh! Das Lindwurmgrab hier. Es ist schwere Wunden heilen, Geld und Mastodonsteak. Ah, lecker. Und der liegt einfach so in der Gegend hier rum? Wirklich? Na gut, warum sollte er es nicht tun, aber... Hat das denn hier niemand gefunden? Hm... Ein bisschen Schmuck und alles. Warum auch nicht? Ih, eine Spinne. Na gut, dann haben wir das auch hinter uns. Ich glaube, die Mastodons waren dann mehr oder weniger die Bewacher dieses Skeletts. Aber ob es noch irgendwas mit dem Skelett auf sich hat, das erschließt sich mir jetzt hier gerade nicht. Nö, hier oben ist auch nichts mehr. Oh, doch. Ja, gut, dass ich nochmal hier hingelaufen bin. Da. Geschenk der Dryade. Gut, es ist jetzt nicht das Beste, was man finden kann, aber es bringt immerhin ein bisschen Geld. Und Geld kann man ja nie genug haben. Pilze nehme ich auch mal mit. Sonst ist hier jetzt aber wirklich nichts mehr. Tja, und wenn wir wieder nach Hause kommen, dann müsste mittlerweile der J eigentlich fertig damit sein. Wir hatten ihm ja dieses Projekt mit dem Erforschen der Flüche vom kahlen Hügel zugeteilt. Einfach mal, um mal rauszufinden, ob das vielleicht irgendwas hilft. Ob wir da jetzt irgendwas machen können mit den ganzen Flüchen, die wir da haben. Wir haben ja tonnenweise von denen mittlerweile, die wir erforschen müssen. Und werden wahrscheinlich auch noch den ein oder anderen mehr erkennen oder finden. Die Quelle des kleinen Sellen, das Haus, das von Menschen gebaut wurde. So rein aus Neugier... Na, so rein aus Neugier würde ich mir das schon anschauen, aber ich habe gerade auch ein bisschen Angst, dass ich eventuell gerade die Hauptquest verpasse. Weil sich dieser Barbarenfürst da irgendwann vielleicht dazu entscheidet, dass er jetzt doch lieber nach Hause möchte und dass die Schwester dann irgendwie auch weg ist. Deswegen sollte ich hier vielleicht auch nicht extrem so viel alles mitnehmen. Wir kriegen bestimmt noch Gelegenheit, hier alles zu erkunden. Es gab ja auch jetzt vor kurzem erstmal die Gelegenheit, dass man wirklich lange, lange, lange Zeit hatte. Das ist das Haus, das von Menschen gebaut wurde? Over there. Okay. I did as you asked. Pay attention. Das scheint mir ein sehr skurriles... Oh, was ist denn hier? Wahnsinniger Zauberer? Nein! Nein, du nicht. Du entschärfst die Falle und du bleibst bitte trotzdem hier hinten. Och, Valerie, ich habe dich nicht gesehen. Sorry. Okay, hat sich erledigt. Dann können wir den wahnsinnigen Zauberer auch umbringen. Herbeigezauberter Axiomit. Hier hat sich also ein wahnsinniger Zauberer niedergelassen. Warum auch nicht? So, das nehmen wir eben alles mit. Ein Helm. Oh, ein Helm. Es ist ein Helm. Moment. Hier müsste das sein. Genau. Der Stirnreif der enormen Intelligenz gewährt dem Träger einen Verbesserungsbonus von plus 6 auf Intelligenz. Wer kann denn Intelligenz brauchen? Sie. Sie hat aktuell einen Stirnreif der enormen Intelligenz plus 2. Und wenn sie den bekommt, hat sie Intelligenz 27.
27. Sie hat auch einen plus 2 und er hat dieses Ding positive Energien. Sie könnte natürlich Intelligenz gebrauchen, aber verführerisches Charisma. Guck mal, bevor ich jetzt den vergammeln lasse, bekommt sie einfach auch mal plus 2 Intelligenz. Ne? Dass sie auch mal ein bisschen nachdenken kann. Ne? Ist jetzt ein bisschen böse, aber eigentlich ist Amiri eine Liebe. Sie ist ein bisschen einfach, aber sie ist eine Liebe. Wobei, eigentlich ist sie gar nicht einfach, ne? Wenn man das mal... also sie ist natürlich, sag mal, ein bisschen grob. Das heißt aber nicht, dass sie nicht klug wäre. Im Gegenteil sogar. Oh Gott. Im Gegenteil sogar. Ich halte sie für erstaunlich klug. Im Vergleich zu allen anderen, die hier in der Welt so rumwandern. Denn Zusammenhänge und so weiter hat sie ja offensichtlich absolut begriffen. Und natürlich hat sie immer dieses Barbarenblut im Hintergrund, dass ihr so ein bisschen die Wut reintreibt und sie auch zu gewalttätigen Lösungen neigt. Allerdings, das heißt ja nicht, dass sie deswegen nicht klug wäre. Natürlich im Vergleich zu einer Octavia oder zu einem Ulrich ist sie jetzt nicht unbedingt, naja, ich sag mal, die Logikfanatikerin. Oder der gute Jubilos zum Beispiel, den ich auch für einen hochintelligenten Menschen halte. Da hatten wir vor kurzem erst eine sehr anregende und für mich auch sehr interessante Gesprächsrunde in den Kommentaren, wo wir darüber gesprochen haben, was Jubilos für einen Charakter hat. Und ja, ich muss dem zustimmen. Jubilost ist halt, ich sag mal, eigentlich ein guter Mensch. Ich glaube, er will es auch nicht so nach außen zeigen. Er ist vielleicht nicht unbedingt das, was man jeden Tag ertragen kann, weil er schon anstrengend sein kann. Aber ich denke mal, er ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Ein seltsamer grauer Steinmonolith, dessen Seiten glatt poliert sind. Der Stein wird von den Einheimischen Geisterstein genannt, weil die Luft um den Stein nachts sanft leuchtet und seltsame, gespenstliche Gestalten von unnatürlicher Form und Haltung durch die Luft huschen. Muss ich mir angucken. Also diesen Stirnreif da zu finden, das war jetzt wirklich ein Segen. Plus 6, ich sag nur plus 6 für unsere Magierin. Also für unsere arkane Schurkin sozusagen. Du hörst ein seltsames, schwaches Summen, wie ein weit entfernter Heuschreckenschwarm, ehe das Geräusch plötzlich zu einem schmerzhaften Kreichen in deinen Ohren anschwillt. Plötzlich erkennst du, dass du in dem Rauschen Worte erkennst. Sie sind abgehackt und nur schwer zu verstehen, aber jemand versucht ganz offensichtlich mit dir zu sprechen. Hilfe, ja? Werde, was bist du? Reise, Heimweg, Freund, Narr, Scherz. Flucht, Falle, Schmerz, Wunde, Blut, Machtlosigkeit, Blut, Kälte, Hitze, Dunkelheit, Licht, Räuber, Angriff, Flucht, Niederlage. Er war auf einer Reise mit einem Freund. Sie haben Scherze gemacht? Oder... irgendwas, sind geflohen, in eine Falle gegangen, hatten Schmerzen, die Wunde, Blut, waren machtlos dagegen, Blut, Kälte, Hitze, Dunkelheit, Licht, Räuber, Angriff. Dann hat er geschlafen, dann wurde er wieder wach, weil ein Räuber angegriffen hat oder Räuber angegriffen haben, sie haben versucht zu fliehen und es hat nicht hingehauen. Das wäre jetzt meine Interpretation der Geschichte. Dank deines arkanen Wissens kommst du zu dem Schluss, dass das seltsame Wesen, was auch immer es sein mag, in eine Falle getappt ist, die sich als Portal entpuppte. Dabei hat es sich verletzt. Du weißt nicht genau, was die Räuber sind, die das Wesen erwähnt hat, aber sie müssen es auf der anderen Seite des Portals attackiert haben. Wunsch, zu Hause. Mit wem sprecht ihr? Mit mir? Octavia sieht sie stirnrunzelnd um. Hier ist niemand. Seht ihr vielleicht Gespenster? Wer hat dich geschickt und warum? Narr. Feenwesen, Freund, Narr, Feenwesen. Ach, Feenwesen, wann immer Feenwesen beteiligt sind. Was genau willst du? Wir wissen es. Er will wahrscheinlich nach Hause. Stein, Räuber, Menge, Machtlosigkeit, Hilfe, Verteidigung, Reinigung, Fahrt zu Hause. Es gelingt dir mit einigen Mühen, die zusammenhanglosen Wörter zu verstehen. Soweit du die Kreatur verstehst, bittet sie dich, die geheimnisvollen Räuber zu beseitigen, die sie von dem Stein vertrieben haben. Rettung, Räuber, Verbannung, Tod,
Belohnung, Geschenke. Und wo ist dieser Stein, von dem du sprichst? Ebene, Hügel, Gipfel. Warum sprichst du so seltsam? Du hörst als Antwort nur ein Rauschen und Pfeifen. Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Ich kümmere mich um diese Räuber. Gucken wir uns die mal an. Zuhause, Wunsch, Dankbarkeit, Geschenke. Keine Ahnung, mit wem ihr da gerade geredet habt, aber uns steht wohl ein weiteres Abenteuer bevor. Hast du vollkommen recht, Lindsay. Versteht mich nicht falsch, aber habt ihr den Verstand verloren? Ihr habt selbst Gespräche geführt. Seid ihr sicher, dass wir tun sollten, was ihr mit eurem, unsichtbaren Gesprächspartner besprochen habt? Ja, das sind meistens die Anfänge für die besten Abenteuer. Auch im richtigen Leben, wenn dir da plötzlich einfach eine unsichtbare Stimme sagt, dass du irgendwas tun sollst, das ist der Anfang eines wundervollen Abenteuers. Also wundervoll im übertragenen Sinne, wenn ich das so sage. Aber hier ist das eine andere Sache. Hier existieren diese Stimmen wirklich, wobei man natürlich auch sagen muss, was sagt uns denn, dass sowas nicht auch in der Realität existiert oder existiert hat und wir uns einfach so weit davon entfernt haben, dass wir es einfach nicht mehr wahrhaben wollen und als falsch oder als, naja, abnormal abtun. Wer sagt uns das? Das Buch ist zerfleddert und voller Schlamm. Der Text ist bis auf eine Doppelseite nicht mehr zu erkennen. Und dieses Phänomen ähnelt den Vorkommnissen in den Raublanden an einem Ort, der von den Einheimischen Geisterstein genannt wird. Es ist ein Hügel, umgeben von einem dichten Wald und gekrönt von einem riesigen Stein. Es heißt, dass auf dem Gipfel des Hügels nachts ein helles Licht zu sehen sei, während der Hügel selbst von einem dichten Nebel umgeben ist, in dem es von unheimlichen düsteren Schatten wimmelt. Der Stein liegt seit Menschengedenken auf dem Hügel und alle, die seine Geschichte erzählen oder die tote Sprache der Inschriften darauf entziffern konnten, sind lange tot. Da ich jedoch umfangreiches Wissen über die Geschichte von Avistan besitze, kann ich mit Sicherheit sagen, dass der Hügel einer dieser Orte ist, an denen der Schleier zwischen den verschiedenen Ebenen der Existenz besonders dünn ist. Aus diesem Grund öffnen sich an solchen Orten Portale in andere Welten, durch die allerlei geheimnisvolle Kreaturen reisen können. Die Volkssagen enthalten reichlich Hinweise darauf. Der Nebel, die seltsamen Schatten, die Geräusche. In den Raublanden gibt es mehr derartige Legenden als in allen anderen Teilen dieser Welt. Angesichts der Gefahren, die in dieser Wildnis lauern, ist es jedoch äußerst schwierig, diesen Legenden nachzugehen. Wir kennen solche Orte, wir haben schon mehr als einen solcher Orte gesehen. Goblin-Pferdeschlechter? Was? Der Goblin starrt dich an und umklammert seine Waffe. Sein breites Gesicht ist schlammbeschmiert. Hinter seinen Ohren ragen Gras und Zweige hervor. Der Goblin weicht einige Schritte zurück und schwingt halbherzig seine Waffe. Er scheint nicht auf einen Kampf zu brennen. Der Goblin sieht dich an. Offenbar wartet er darauf, dass du etwas tust. Erstmal, keine Angst, ich will nur reden. Was macht ihr hier? Der Goblin blickt sich um und antwortet dann mit krächzender Stimme. Brauchen Essen. Ich fange Vielbeine. Fette, leckere Vielbeine. Der Goblin leckt sich grinsend die Lippen. Oh, das arme Ding. Seht nur, wie dünn er ist. Wobei Goblins ja meistens eher knochig sind. Aber diese hier müssen verzweifelt sein, wenn sie sogar Spinnen essen. Vom Hügel wegzeigen. Was ist das für ein Stein auf dem Hügel? Der Goblin zuckt mit den Schultern. Leuchtet, brennt, nicht anfassen. Hast du in der Gegend irgendwas Verdächtiges gesehen? Fette Vielbeine, noch nie so viel Fett gesehen. Der Goblin grinst breit und leckt sich die Lippen. Ich habe irgendwo da drüben viele fette Vielbeine gesehen. Der Goblin ruft mit aufgerissenen Augen. Halbköpfe, kommt! Vielbeine für alle mir nach! Ja, viel Erfolg. We do it my way. Ich wollte sie jetzt nicht umbringen, weil, ganz ehrlich... Hilfe, Fahrt, Zuhause, Freude, Freund. Wir haben mit einer Spinne geredet. Unglaublich, man sieht in diesen Gefilden so viele Wunder. Hinter dir waren die Goblins also her. Räuber, Mord, Angst, Versteckspiel. Du hinkst, bist du verletzt? Zustimmung, Schmerz, Feind, Flucht, Niederlage. Bei den Göttern, was bist du? Reisender,
Durchreise, verirren, umherirren. Ich glaube, der kommt aus der ersten Welt und hat sich hier einfach nur verloren. Wie heißt du? Die Kreatur stößt Geräusche in unterschiedlichen Tonhöhen aus. Vermutlich ist das ihr Name, aber du kannst die Geräusche unmöglich wiederholen. Von wo kamst du in unsere Welt? Die Kreatur vor dir schweigt einige Augenblicke lang und spricht dann: Menge, Feenwesen, Urzeit. Ich hab dir geholfen, wo ist meine Belohnung? Ach, weißt du was, der Weg ist frei, ich hoffe, du findest zurück. Leb wohl. Ich glaube, diese Kreatur wollte nichts Böses. Die Goblins wollten sie fressen, das ist klar, aber ich glaube, das Ding hier weiß ich jetzt nicht. Dankbarkeit, Abschied. Ich bin nicht auf Belohnungen von irgendwelchen Spinnen angewiesen. Die Oberfläche des Steins ist voller rätselhafter Inschriften. Viel interessanter ist aber der Umstand, dass der vermeintliche Stein offenbar ein versiegeltes Portal ist. Und ich glaube, durch dieses Portal könnte die Spinne wieder zurückkommen, wenn es denn möglich wäre. Aber ich glaube, es ist nicht möglich. Deswegen verweilt sie hier. Na, haben wir wieder was Gutes getan. Finde ich auch nicht schön. Oh. Teilweise Genesung und... Naja, immerhin, ne? Da haben wir doch unsere Belohnung mehr oder weniger schon bekommen. Da müssen wir jetzt nicht noch die Spinne fragen. Ich meine, natürlich wäre ich interessiert gewesen, was sie uns gegeben hätte, aber es hätte auch sein können, dass sie sagt, was? Wobei sie ja von der Belohnung gesprochen hat, ne? Aber sie hat gesagt, Dankbarkeit, Belohnung, oder? Diese Leiche sieht aus, als wäre sie mit Keulen und Hämmern totgeprügelt worden. Zahlreiche Knochen sind gebrochen, Schienbeine und Knie mit Blutergüssen übersät. Seine Leiche ist, habe ich auch nicht gesehen. Nun gut. Wieder ein gutes Werk getan. Meine Güte. Ich kann noch mal gucken, wie sich unsere Gesinnung entwickelt. Aktuell sieht es noch ganz gut aus mit unserer neuen Paladin-Karriere. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Naja, dann würde ich sagen, wir gucken nächste Folge weiter, suchen dann eventuell mal langsam die zweite Schwester, weil ich glaube, es wird Zeit, und schauen dann weiter, wie wir verfahren und was wir noch alles erfahren werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und ich sage einfach mal, bis gleich. Tschüss.